Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr mich jetzt noch nicht kennen solltet, ich bin die Kiras von Kiras Bakery und teile mit euch jeden Sonntag ein neues Torten- oder Kuchenrezept. Das heißt, falls ihr einfach nichts mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gerne meinen Kanal. So, dann kommen wir auch schon direkt zum heutigen Rezept. Wir machen einen richtig coolen, aufgepeppten Gugelhupf mit einer leckeren Erdbeersahnecreme und getoppt wird das Ganze noch mit ein paar Früchten und ist wirklich auf jeder Party der Knüller. Das heißt, wenn ihr jetzt auch Lust auf sowas Tolles habt, dann bleibt doch sehr gerne dran, denn gleich folgen die Zutaten. Bevor wir loslegen, möchte ich noch ganz schnell erwähnen, dass ihr die genauen Mengenangaben sowie die Zutaten nochmal alle auf meinem Blog aufgeschrieben findet und der ist wirklich wie immer unter jedem Video in der Infobox unten verlinkt. Also falls ihr einfach Interesse am Rezept habt, schaut mal gerne dort vorbei. Genau, so viel dazu und dann können wir direkt loslegen. Als erstes geben wir unsere zimmerwarme Butter gemeinsam mit dem Zucker, Vanillezucker und der Prise Salz in eine Schüssel und schlagen das Ganze jetzt einfach mit dem Handmixer auf höchster Stufe für gute 4 Minuten richtig schön weißschaumig auf und nehmt euch ruhig wirklich die Zeit, also euer Teig wird euch später dankbar sein, wenn ihr die Butter richtig schön aufschlägt. Jetzt ist auch schon die erste Zwischenzeit. Das ist jetzt bei mir nach 2 Minuten und man könnte sagen, dass das jetzt schon sehr hellcremig aussieht, aber da geht wirklich noch mehr. Und nach 4 Minuten sieht das jetzt so aus. Durch die Kamera sieht man das jetzt wirklich nicht so gut, aber in echt merkt man einfach, dass die Butter heller wird und das ist wirklich genau das, was wir erreichen wollen. So, wenn eure Butter jetzt schön weißschaumig aufgeschlagen ist, könnt ihr am besten noch wie ich mit einem Teigschaber am Rand des Schüsselrands entlangfahren. So stellt ihr einfach sicher, dass sich alles gut verbindet und nichts mehr irgendwie am Rand hängen bleibt. Genau, dann geht's direkt weiter. Ihr schnappt euch jetzt eure zimmerwarmen Eier und gebt die jetzt nach und nach in die Schüssel und rührt die dann ein. Und achtet hier auch wirklich darauf, dass die Zimmer, dass die Eier auch zimmerwarm sind, denn so verbindet sich alles besser. Und erneut fahren wir am Schüsselrand entlang mit dem Teigschaber, damit wir wie gesagt einfach sicher gehen können, dass sich alles gut verbindet. So, die Schüssel kann jetzt ganz kurz an die Seite wandern. Wir machen mit den trockenen Zutaten weiter. Und dafür vermengen wir jetzt einfach nur Mehl und Backpulver in einer separaten Schüssel. Und anschließend sieben wir jetzt die Hälfte dieser trockenen Zutaten in unsere Schüssel, geben die Hälfte der Milch dazu und werden das Ganze dann mit dem Handmixer auf mittlerer Stufe kurz einmixen und geben erst danach die anderen Zutaten wieder dazu und mixen die ein. Und ich mache das jetzt so, dass ich das in zwei Schritten mache, weil ansonsten mir wirklich alles um die Ohren fliegen würde und der Handrührer hätte zu viel Arbeit und würde das nicht schaffen. Deshalb mache ich das so peu à peu. Auch hier ist es wirklich wichtig, dass eure Milch lauwarm ist oder besser gesagt Zimmertemperatur hat, denn so verbindet sich das nun mal besser. Also ich sage das wirklich die ganze Zeit und das geht euch bestimmt auch schon auf die Nerven, aber es ist halt nun mal wirklich so, dass wenn die Zutaten die gleiche Temperatur haben, dass das dann einfach ein besserer Teig wird. Genau, so viel dazu. Wenn ihr dann die Sachen jetzt gut eingearbeitet habt, könnt ihr wieder mit einem Teigschaber am Schüsselrand entlangfahren. Und dann wären wir eigentlich auch schon fertig mit dem Teig. Den füllen wir jetzt in eine Gugelhupfform. Und ich habe jetzt hier eine mit 22 cm im Durchmesser und habe die jetzt auch gut eingefettet mit Backtrennspray. Ihr könnt das natürlich auch sehr gut mit Butter machen oder Öl, würde auch super funktionieren. Seht halt wirklich nur zu, dass ihr das Ganze sehr gut einfettet, weil ansonsten geht dann kommt euer Teig später nicht so gut aus der Form raus. Genau. Und ich muss sagen, dass ich hier sogar zum ersten Mal mit einer Gugelhupfform gearbeitet habe und ich hatte wirklich sehr Angst, dass irgendwie der Teig dann hängen bleiben würde, aber es hat sich wirklich 1A lösen lassen und es hat mich wirklich sehr gefreut. Den Teig in die Gugelhupfform füllen, einmal glatt streichen und dann nochmal rütteln, damit auch die Luftblasen rausgehen. Und dann kann auch schon der Teig in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für gute 40 Minuten wandern. Ich würde an eurer Stelle einfach mal nach 35 Minuten eine Stäbchenprobe machen und wenn dann nichts mehr am Stäbchen hängen bleibt, ist der Teig durch und kann er aus dem Ofen geholt werden. Und ich habe den jetzt erstmal nach dem Backen 10 Minuten so in der Form auskühlen lassen und anschließend habe ich ihn dann aus der Form gelöst oder aus der Gugelhupfform halt rausgeholt und dann nochmal komplett auskühlen lassen. So, dann geht's auch schon weiter und als erstes
müsst ihr den Kuchenboden oder den Gugelhupf an der Oberfläche begradigen, weil wir wollen ja gleich eine gerade Grundfläche haben. Und beim Backen ist das eben schief aufgegangen, weshalb wir uns das jetzt gerade schneiden müssen. Verwendet auch hier ein Brotmesser, das geht wirklich viel leichter. So, als nächstes müssen wir den Kuchen einmal in zwei teilen, sodass wir drei gleich dicke Kuchenböden haben. Und normalerweise würde ich das wirklich viel lieber mit einer Tortensäge machen, aber meine Tortensäge ist natürlich jetzt nicht hoch genug oder groß genug eben für den Gugelhupf, weshalb ich das mit einem Brotmesser machen musste. Und genau, es ist ein bisschen tricky, jetzt das aus freier Hand zu machen, das bedarf auch ein bisschen Übung, aber als Tipp jetzt einfach, ich würde an eurer Stelle als erstes mir so gesagt Markierungen machen, erstmal nur, damit ich weiß, wie dick die Böden dann sind. Und danach müsst ihr mit der linken Hand den Gugelhupf immer so halt drehen und dabei mit dem Messer erstmal langsam immer reinschneiden. Also wirklich Zentimeter für Zentimeter vorangehen, nicht direkt irgendwie durchschneiden, sondern halt den Gugelhupf immer drehen und dann ein wenig tiefer schneiden, dann drehen und dann tiefer schneiden, bis ihr halt komplett durch seid. Die Kuchenböden legen wir jetzt einfach auf einen Tortenfuß, stellen das kurz an die Seite und dann machen wir mit der Creme weiter. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen wie immer eiskalte Schlagsahne, dann brauchen wir Frischkäse, außerdem noch Puderzucker sowie Erdbeerkonfitüre. Ihr könnt dann natürlich auch jede andere nehmen, wie ihr einfach wollt. Und dann brauchen wir noch für den Geschmack ein bisschen Zitronensaft und Sahne-Standmittel. Die Creme ist auch wie immer ratzfatz hergestellt. Wir geben jetzt als erstes den Frischkäse gemeinsam mit der Sahne in eine Schüssel und schlagen dann diese beiden Zutaten mit dem Handmixer auf niedriger Stufe erstmal glatt, so dass sich alles verbindet. Und anschließend geben wir dann das Sahne-Standmittel dazu und schlagen dann die Creme auf höchster Stufe erstmal richtig schön steif. Und dann wäre die Creme auch schon fast fertig. Wir geben dann zu guter Letzt noch die Erdbeerkonfitüre sowie unseren Zitronensaft mit dem Puderzucker dazu, mixen das bei niedriger Stufe nochmal gut ein und dann wären wir mit der Creme auch schon fertig. Meine Creme habe ich jetzt bereits in einen Spritzbeutel mit Tülle gefüllt und ich habe jetzt eine große Sterntülle vorne dran. Ich würde euch empfehlen, halt wirklich eine große Tülle zu nehmen, da das dann einfach schöner aussieht gleich. Und jetzt werden wir einfach nur auf den ersten Kuchenboden Tupfer halt spritzen. Ich habe jetzt zwei Reihen gemacht, das heißt, ich habe erstmal außen eine Reihe gespritzt und dann einfach nochmal innen, sodass ich zwei Reihen hatte. Dann kommt der zweite Kuchenboden rauf und da drauf werden wir einfach nochmal das gleiche machen. Ich würde euch wirklich empfehlen, die Tupfer groß zu machen, damit gleich das Ganze beim Stapeln schön aussieht, weil wir wollen ja, dass man auch von außen die Creme sieht. Und hier muss ich sagen, ich habe ein bisschen gemogelt, weil ich hatte leider zu wenig Creme, da habe ich doch ein bisschen gegeiert. Ich habe jetzt einfach das Ganze mit Blaubeeren versucht zu vertuschen innen, weil da hat meine Creme einfach nicht mehr gereicht. Aber keine Sorge, falls ihr jetzt auf meinem Blog nach dem Rezept schauen solltet, da werde ich euch die genauen Mengenangaben schreiben, sodass bei euch das dann reicht und ihr nicht wie ich halt mogeln müsst. Aber das war jetzt halb so wild. Der letzte Kuchenboden kam trotzdem rauf und so habe ich meine Torte jetzt für 4 Stunden in den Kühlschrank gestellt, bis die Creme fest wurde. Für den letzten Feinschliff schmelzen wir uns einfach nur ein bisschen Kuchenglasur in der Mikrowelle und geben das dann auf die Oberfläche der Torte. Also ich habe das von oben nach unten runter träufeln lassen, so dass es so ein Drip Cake wird. Und anschließend habe ich, bevor meine Kuchenglasur fest wurde, einfach nur noch ein paar Himbeeren und Blaubeeren auf die Oberfläche verteilt, sowie Konfettistreusel. Also da könnt ihr eigentlich auch anderes Obst nehmen. Hauptsache, das sieht halt schön bunt aus. Jetzt mal wirklich real life. Ich drehe, glaube ich, das Outro zum 10.000. Mal. Aber ich habe im Grunde nur die ganze Zeit gesagt, dass jetzt die Torte fertig ist und ihr sie sofort anschneiden und genießen könnt. Außerdem finde ich sie wirklich optisch sehr schön. Also ich weiß wirklich nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aus einem langweiligen Gugelhupf so eine schöne Torte zu zaubern. Aber das ist optisch einfach so toll und ist mal wirklich was anderes. Ich denke, damit könnt ihr wirklich jeden begeistern. Und wenn ihr jetzt auch Lust auf so eine Torte habt, dann schaut mal gerne unten in der Infobox vorbei. Dort ist, wie schon erwähnt, mein Blog mit den genauen Mengenangaben sowie den Zutaten verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen und auch über ein Abo von euch, falls ihr mich einfach supporten wollt. Genau, das war's dann von mir für heute und
Ja, bevor ich mich jetzt noch weiter verplapper, wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!